Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die kommen ja nicht zum Sport, weil sie Sportler sind, sondern in erster Linie, weil sie erstmal einen Unfall hatten. Heute ist Feuer drin. Die Jungs machen ja alles, was wir aus den Beinen machen, größtenteils aus den Oberarmen. Wir haben insgesamt 50 Spieler vielleicht in Deutschland, die Para-Eishockey betreiben. Bei uns bist du relativ schnell Nationalspieler. Eishockey-Fans, schöne Grüße aus Füssen. Ich befinde mich vom Bundesleistungszentrum und heute wird es brutal interessant. Warum? Die Para-Eishockey-Nationalmannschaft von Deutschland, die spielt nämlich heute gegen Team Italien. Und was ist das eigentlich genau? Um was geht's eigentlich? Wir nehmen euch mit. Seid dabei. Was macht deiner Meinung nach diesen Sport so faszinierend und interessant? Wenn man sieht, dass Menschen mit Handicap ein normales Eishockey spielen können, das ist, sag mal, für uns beide, ich meine, du hast ja selber gespielt, ich auch, das ist einfach Faszination pur. Also es ist einfach geil zu gucken, ist das Eishockey wie normal, checken sich, spielen 5 gegen 5. Gibt es die normalen Strafen wie im normalen Eishockey auch mit Crosscheck, mit Halten und so weiter? Weil ja, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, deswegen. Nicht großartig von der Nab. Also auch da die Aggressivität ist. Ist auf jeden Fall, du wirst gleich sehen, das Spiel. Ist auf jeden Fall gegeben. Ja, heute ist Feuer drin. Jakob, ich sehe gerade Torwartschläger, aber ist natürlich kein gewöhnlicher. Was machst denn du da genau? Ja, im Moment mache ich hier die Spikes für den Goalie dran, damit der sich vorwärts bewegen kann. Und bei den Goalies ist dann speziell nochmal, bekommen die solche runden Spikes hier an die Biegung, weil er sich dann auch noch rückwärts abstoßen kann. Also hat er oben und unten zwei Spikes? Auch die unten, um sich vorwärts zu bewegen. Okay. Die vorne, um sich. Ah, okay, verstehe. Genau. Ah. Und tun weh? Ja. Die Spieler schlägern sich das dann so aus, dass die haben dann natürlich, weil die nur Vortrieb haben, haben die diese Spikes dann nur unterhalb von dem. Weil die ja nicht rückwärts fahren müssen, logischerweise, oder? Nur vorwärts und deswegen ist hier unten. Ja. Wie schaut es denn aus mit der Eishockey-Ausrüstung? Was ist denn generell anders wie zur normalen Eishockey-Ausrüstung? Beziehungsweise gibt es überhaupt Unterschiede? Vollvisier beim Helm, Schläger eigentlich nur. Sonst Brustpanzer, dann alles dasselbe. Mal ist es leicht aus, wir haben noch so ein paar individuelle Sachen. Manche haben unsere, jetzt einen Schlitten sitzen, wie ich jetzt mit einem Bein, haben hier noch einen uns angepassten Schutz gemacht. So maßangefertigte Außen-3D-Rohr zum Beispiel. Okay. Oder auch einfach einen Ellbogenschutz, haben manche auch einfach. Das Material ist High-Performance geworden, dieses Schlittenmaterial ist leichter, schneller, wendiger. Tolle Einstellmöglichkeiten auch, um jeden Behinderungsgrad also zu erfassen, zu vermessen und zum Schluss, wenn er wirklich dabei bleibt, wird dieses Ding manifestiert in einem verschweißten Rahmen, der nur für ihn passt, wie ein Schuh. Die Kufenbreite kann man ändern. Okay. Die sind jetzt relativ schmal schon gestellt. Dadurch wird es halt ein bisschen wackeliger, ein bisschen einfacher, die Kurven zu fahren. Die Länge ist angepasst. Die Sitzschale oben ist auch angepasst auf ein paar Maße, dass die dann schön knackig sitzt. Von der Sitzhöhe kann man jetzt hier bei den Schlitten noch mal ein bisschen was ändern. Ah, hier, okay. Da kann man es nochmal aufschrauben, ein bisschen höher, ein bisschen niedriger sitzen. Den ganzen Kufenblock auch ein bisschen variieren. Was wiegt denn so einer? 2 Kilo? 1 Kilo? Könnte sein, 2 Kilo. Darum, aber geht auch leichter. Was kostet denn so ein Schlitten? Der kostet, also mit kompletter Ausrüstung jetzt ungefähr 1.000. Kümmert ihr euch auch alle individuell dann um euren Schlitten, ja, oder? Wir suchen immer Kontakte aus, der uns natürlich helfen kann, ne, und verbessern kann. Wenn es da draußen jemanden gibt, ne, der das kann, ruhig melden. Ne, das brauchen wir alle. Das hat sich alles so prima entwickelt, dass man also auch die Professionalität jetzt in Einzug erhält, was die körperliche Performance, die Fitness, weil die Jungs machen ja alles, was wir aus den Beinen machen, größtenteils, machen die aus den Oberarmen. Ist also sehr, sehr kraftraubend, dieses Spiel. Und da ist auch viel mit Taktik. Und was man nicht vergessen darf, beim Para-Eishockey wird nicht rückwärts gelaufen. Also das muss alles zusätzlich erarbeitet werden, was wir rückwärts laufen können. Die gesamten Wendungen, Stops und Ähnliches,
muss der Para-Eishockeyspieler durch Moves, durch Kanadier oder ähnliches ausgleichen. Und wenn man dann diese Sportler sieht, wenn sie dann in diesen High-Performance-Schlitten ihre Karriere durchlaufen, dann sieht man mal, hast du richtig gemacht. Du hast jetzt wahrscheinlich keinen Pool von 200 Eishockeyspielern, wo du aussuchen kannst. Wie ist das genau, beziehungsweise wie ist das auch mit dem Para-Eishockey in den Vereinen hier in Deutschland? Ja, das ist ja das Problem, dass wir ja, ich sage immer, keinen Dachverband haben. Wir haben nur unseren DBS, also leider nicht DEB oder Eishockey oder so. Die Vereine sind eigentlich unter sich gestellt und wir schöpfen aus diesen 5 Vereinen, die wir leider nur in Deutschland haben. Diese Spieler picken wir uns aus und bei uns bist du relativ schnell, sage ich mal, Nationalspieler. Wir haben insgesamt 50 Spieler vielleicht in Deutschland, die Para-Eishockey betreiben. Und wir schöpfen vielleicht aus 20 Spielern, die wir uns dann für die Nationalmannschaft aussuchen können. Unsere Sportler, die im Nachwuchs kommen, die kommen ja nicht zum Sport, weil sie Sportler sind, sondern in erster Linie, weil sie erstmal einen Unfall hatten, einmal Pech im Leben und dadurch in die Reha-Maßnahme oder in den Sport in irgendeiner Form gelangt sind. Und dann machen wir erst Sportler daraus. Die wenigsten sind wirklich aktive Sportler gewesen. Wir haben hier Videoanalyse, machen wir ja auch, also immer mehr, also wie im normalen Eishockey. Nur Fakt ist, wir sind alle berufstätig, also alle Trainer, also alle, die hier sind, sind alle Hobbyspieler, alle, ist keiner hier irgendwie angestellt oder als Trainer. Und das machen wir in den Lehrgängen oder wir treffen uns irgendwann mal am Abend, Telefoncall oder wie auch immer, nehmen unsere Arbeit und ja, versuchen wir das Beste für die Jungs zu optimieren, rauszufinden und darzustellen und ja, die richtig einstellen. Ne? Heute gegen Italien, gab es schon zuvor 2 Spiele, 3-0 gewonnen, 3-0 verloren. Heute ist 3. Spiel in 3 Tagen. Sportlich, was ist heute drin, was ist dein Ziel? Das ist unser letztes Vorbereitungsspiel, bevor wir in 2 Wochen, 3 Wochen zur WM fahren. Sportlich ist einfach, wir haben die Möglichkeit mit den Italienern, die waren WM-Fünfter. Darf man auch nicht vergessen, wir sind abgestiegen, dass wir uns mit denen auf jeden Fall Augenhöhe messen. Die BWM ist jetzt in Norwegen, in Skien. Die findet von 12. bis 21. April, wo wir jetzt wieder aus der B-Gruppe wieder in die A-Gruppe aufsteigen unter den besten 8 der Welt. Jungs, wir brauchen nicht viel ändern, okay? Nur die 2, 3 Kleinigkeiten von gestern. Das Tor wird getroffen, weil selbst gestern, wir waren die bessere Mannschaft. Aber wenn du kein Tor schießt, wird schwierig. Hellwach sein von Anfang an. Jungs, Spaß haben, 3. Spiel, 4. Spiel vom großen Event. Nimm mal gute Sachen mit, okay? Gute Sachen. Okay? Auf geht's. Die Para-Eishockey-Nationalmannschaft ist jetzt beim Warm-up auf dem Eis. Man sieht schon mit dem Schlitten, es ist irre, wirklich sehr, sehr interessant. Zum einen Körperspannung, zum anderen die Stabilität zu halten, vorwärts zu fahren mit diesen Spikes am Schläger. Wahnsinn. Und was auch interessant ist, die Spielerbank schaut auch ganz anders aus wie beim normalen Eishockey-Team, weil natürlich die Jungs hier viel Platz brauchen mit ihrem Schlitten. Entweder machst du die Überlastung hier, ja, oder du schiebst sie wieder hier rein. Weil hier machst du Fehlpass und die sind weg. Weißt du? Und such du den Weg auf zum Tor. Alles gut. Also das Spiel läuft, Deutschland gegen Italien. Was aber auch sehr interessant ist, was ich bemerkt habe, die Bande, die ist nämlich durchsichtig, da kann man durchschauen. Warum, ist ja klar. Die Jungs sind viel weiter unten am Boden aufgrund ihres Schlittens, müssen rausschauen können, wann ist der Wechsel, was passiert auf dem Eis.
Malte, ersten 15 Minuten vorbei, 1-1 nach dem ersten Drittel. Wie läuft's bisher? Läuft eigentlich ganz gut. Wir müssen eigentlich noch mehr von hinten rauskommen und die überspielen. Aber die machen vorne immer Druck. Das Einzige, was wir noch anpassen müssen, ist noch körperlicher. Die noch früher checken, immer den letzten Check zu Ende fahren. Weil das ist einfach unser Spiel, dieses Körperliche. Und dann von hinten raus, wir haben schnelle Leute auf den Flügeln und dann kriegen wir das hin. Ich mache die Arbeit in der Ecke. Und entweder du schießt selbst oder er muss es von außen dann bringen. Ja, komm, Junior, jetzt. Hallo! Komm, Jano, Bulli gewinnen. Hopp, Gott. Jetzt hast du! Und? So schwer war das gar nicht. Mit Ansage. Ich bin absolut baff, wie es da unten auf dem Eis abgeht. Körperkontakt ohne Ende. Trash-Talk ist dabei. Eins ist auch klar, es macht den Jungs so viel Spaß. Jeder lächelt, jeder ist da voll dabei. Besser geht's nicht. Backcheck! Warte, Falk. 30 Minuten vorbei, Italien führt. Warum? Vorne müssen wir ein bisschen galliger werden. Harter Pass zum Tor. Da muss einer stehen und das Ding einfach abfälschen. Also muss wirklich immer hart auf den Torwart arbeiten. Ja, und dann müssen meine Männer, ja, die müssen noch ein bisschen an sich arbeiten an der Stelle. Und dann läuft das. Im nächsten Drittel wird das ganz anders sein. Hey, super Drittel. Ja, Einsatz da. Schön befreit hinten raus, okay? Beim Bullis und gerade im eigenen Drittel. Alle gucken so auf die Scheibe. Guck, wo der Italiener ist. Du guckst auf die Scheibe und der läuft dir hinterm Rücken, weil die Scheibe da hinkommt. Bleib erstmal, bis alles geklärt ist. Und dann kann ich rausgehen. Weiterhin im Spiel, alles ist heiß. Auf geht's, komm. Auf geht's, Christian. Schön Spiel, richtig gut. Jungs, es waren drei geile Spiele. Das war jetzt WM-Fünfter. Wir haben dir mehr als Paroli geboten. Über drei Spiele. Und das nehmen wir jetzt mit, verfeinern wir das Ganze, holen wir uns wieder das Ding und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Dann haben wir alles Spaß. Dankeschön erstmal. So, jetzt durfte ich ja zuschauen bei meinem ersten Para-Eishockeyspiel. Es ist doch easy, oder? So ein bisschen auf dem Schlitten rum skaten, das ist doch kein Problem. Ja, wer die große Klappe hat, der muss es jetzt eben auch selbst eben ausbaden. So, ich darf das allererste Mal rein und werde zum Para-Eishockey, nicht Nationalspieler, zum Para-Eishockeyspieler. Oh Gott. Ich spanne dich jetzt erstmal fest. Okay. Du musst mir sagen, wann es zu alt wird? Na, das geht, das ist alles kein Problem. Okay. Wow. Wow. Die Map geht eigentlich auch ein bisschen raus. Ja, es liegt am Schlitten. Es liegt ja, ja ganz klar am Schlitten. Also, wenn ich einen gescheiten Schlitten hätte. Ja, richtig. Ich merke es eigentlich am Oberkörper, am Rumpf. Die Stabilität zu halten ist irre. Und ich tue mir halt auch unglaublich schwer, vorwärts zu kommen, weil du wackelst halt. Und dann müsst ihr noch spielen, das gibt's ja gar nicht. Was vielleicht das Allereinfachste ist, stößt dich einmal ab, ja. In der Mitte, ja. Einmal nur führen, wieder abstoßen. Nur einmal ganz kurz führen, nur ganz langsam erstmal, nur einmal führen, zack, zack. Und dann schießen, wie geht das? Schießen am besten? Schießen, ein bisschen weiter hinten anfassen, wenn du in der Bewegung bist, drückst du ihn runter. Also einfach, machst die Handfläche ein bisschen auf, zack, drückst ihn runter, zack. Man sieht natürlich, dass der Schlitten nicht ganz passt, aber für den allerersten Versuch bist jetzt nur, glaube ich, viermal hingefallen ordentlich, ne? Also das passt doch einigermaßen. Also es schaut viel, viel leichter aus, als es ist. Es ist so schwer und ihr macht es ja dann so, gell?
Ich bleibe im Tor, da muss ich mich nicht bewegen. Was würdest du dir gerne für die Sportart Para-Eishockey wünschen? Wünschen würde ich mir, dass die Mutter Eishockey den Sport oder im Inklusionsbereich einfach mal vorstellt, damit wir mehr Jungs akquirieren können. Von mir aus auf jedem Homepage stehen würde Inklusion Para-Eishockey. Das wird schon erstmal uns das Ganze, den ganzen Sport bringen. Wenn wir irgendwann, wie du sagst, 200 Spieler finden würden, daraus können wir schöpfen, daraus können wir vielleicht die Liga stärker machen, dass wir vielleicht Hauptamtliche oder Trainer für die Vereine, dort gibt es keine Trainer, platzieren können, die sich um die Leute dann mit uns in Absprache mit uns weiterentwickeln können, die wir dann natürlich hier noch optimieren oder kneten können. Unglaublich, was die Jungs aufs Eis bringen. Ich habe einen riesen Respekt für ihre Leistung. Der Deutsche Eishockeybund wünscht der Paare Eishockey-Nationalmannschaft alles erdenkliche Gute, viel Glück für die kommende BWM in Norwegen. Wir drücken alle Daumen für euch, für den Aufstieg. Viel Glück. Go get 'em. Eishockey-Fans, das war also mein Tag hier im Bundesleistungszentrum Füssen bei der Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Wow, was für ein Game-Changer das war für mich bitte. Die Mannschaft, der Spirit, dieser Zusammenhalt, die Freude. Dann ich zum Schluss auch noch auf dem Schlitten, überhaupt keine Chance gehabt, das war ja auch klar. Riesen Respekt an alle Para-Eishockey-Spieler da draußen. Viel Glück bei der kommenden Eishockey-Weltmeisterschaft in Norwegen. Viel Glück, ich drücke die Daumen zum Aufstieg und bis dahin, ciao for now.